Vor allem über beide Kacke, sie hat wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass es gegen den HC Davos nach vier Runden vorbei ist und vor allem für den HC Davos vorbei ist. Ja, ja, überraschend kommt es eigentlich nicht. Also, wir haben unsere Chance geglaubt und ja, klar ist schon überraschend. Ich meine, sie waren Zweiter und wir Siebter. Sie waren natürlich in der Favoritenrolle, aber ich denke, ja, wir haben gut gespielt und ja, verdient, würde ich meinen. Sie sagen einfach gut gespielt. Wenn wir es ein bisschen genauer analysieren, wo ist der Ursprung für den Exploit? Ja, wir sind alle füreinander gegangen. Also, wir haben wirklich als Team super gespielt. Also, natürlich einen super Goalie gehabt, der ihn alles gekippt hat. Und, ja, wir sind alle füreinander gegangen und haben wirklich gekämpft. Und, ja, ich denke, das ist so der Grund, wieso wir so gewonnen haben. Schauen wir nach vorne. Die Regular Season ist ja nicht so gut gelaufen für ZFC Lions. Sie haben relativ spät überhaupt erst für Playoffs qualifiziert. Jetzt die Parforce-Leistung gegen den Schweizer Meister. Was ist überhaupt möglich mit dieser Truppe? Ja, ich meine, jetzt ist vieles möglich im Ballfinale. Es kommt natürlich noch darauf an, wer das wir haben. Aber wir glauben an unsere Chance. Und ich denke, mit so einer Leistung jetzt im Viertelfinale im Rücken ist alles möglich. Führt der Sieg oder der Weg in der Finale dann auch wieder über die defensive Solidarität? Ja, das ist klar. Also, wir müssen hinten gut heben. Also, wir müssen gut stehen und führen, probieren und alles geben. Dann kommt das gut. Wie gut kann es für ZSC Lions? Was ist möglich? Ja, möglich ist vieles. Also, auch der Titel? Ja, wieso nicht, ja. Besten Dank. Merci.